Herzlich willkommen auf unserem Kanal und zu einem neuen Video. Wir haben uns für dieses Video mal überlegt, dass wir euch mal eine Roomtour von unserem Camper zeigen. Wir teilen das Ganze ein bisschen auf, haben wir uns überlegt. Vicky wird euch so ein bisschen innen alles zeigen und ich mache einmal außen und die Heckgarage, also so die ganze technische Geschichte von unserem Camper, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Geht los! Dann kommt mit rein in den Camper. Ich zeige euch natürlich das Innenleben. Hier ist quasi die Sitzecke und der Essbereich von unserem Kastenwagen. Hier verbringen wir natürlich die meiste Zeit. Und den Tisch kann man auch noch vergrößern, sprich ausfahren. Das machen wir zwar fast nie, aber kann man theoretisch machen. Und dann hat man hier oben Staufächer. Knaus hat im Kastenwagen sehr viele Staufächer. Das finde ich echt toll. Und dann hat man halt hier solche, also wir haben hier solche Kisten reingemacht von IKEA. Super praktisch, und da kann man halt so Kleinkram reinpacken. Dann haben wir hier auch Staufächer, und hier ist quasi unser Apothekerschrank, sollte man immer mit dabei haben. Hinten ist ein Feuerlöscher, kann ich nur empfehlen, dass man das wirklich immer da hat, einfach nur aus Sicherheitsgründen. Und wir hoffen natürlich, dass wir es nie brauchen werden. Man kann hier auch das Ganze zu einem Notbett machen, das haben wir Tatsache schon einmal gemacht für unseren kleinen Neffen. Hat sogar ganz gut funktioniert, das ging dann quasi bis hierhin. Was wir hier auch haben, sind solche Felle von IKEA. Also die sind wirklich toll. Da haben wir zwei Stück. Und die kann man hier reinlegen, sind auch wirklich schnell abgesaugt. Und das sind halt die Füße doch mal ein bisschen kuscheliger. Und dann hat man hier unten noch einfach, da ist dann quasi die ganze Warnweste drin, Warndreieck. Und was wir da auch reinmachen, sind quasi die Akkus von den E-Bikes. Die kommen hier unten auch rein. Und wer noch irgendwelche Goldbarren rumliegen hat, der kann die hier natürlich auch verstecken. Findet dann nicht jeder gleich. Dann haben wir hier auch von der Heizung die ganzen Luftausströmer. Also bitte wirklich immer darauf achten, dass die frei bleiben. Das ist wichtig, gerade wenn die Heizung an ist. Die wird wirklich warm. Also die ist total geil. Aber das passt mit dem Fell hier ganz gut. Hier unten haben wir, also hier kann man noch den Wasserfilter einbauen. Haben wir noch nicht eingebaut, muss ich leider gestehen. Ja, das kann hier noch mit rein. Stopp. Kleiner Positionswechsel im Fahrerhaus. Was wir auch bei unserem Knausi haben, ist die gute Automatik. Ich denke, auch deswegen mussten wir fast 2 Jahre auf das gute Stück warten. Ja, also ich würde es definitiv nie wieder hergeben. Und wir haben auch beim privaten Auto Automatik, und es lässt sich einfach so viel schöner fahren. Ich bin vorher nie Transporter gefahren, hatte da auch natürlich etwas Angst. Aber was soll ich sagen? Liebe ich. Also ich sitze so schön in dem Transporter, auch in die Sitze. Also die sind wirklich, kann ja nichts sagen, ne? Ist total bequem. Dann ist hier noch das Navi mit eingebaut, das haben wir mit drin. Wir haben jetzt noch die Lautsprecher gewechselt im Fiat. Dazu gibt es ein gesondertes Video. Also wer das gerne sehen will, bitte reinschalten. Wir verlinken euch das. Was wir als Aufpreis auch dazu bestellt haben, ist unser Panoramadach. Kann ich nur empfehlen. Hat ja auch den Vorteil, man hat mehr Licht, wie man hier unschwer erkennen kann. Und wir können hier stehen. Also ohne Panoramadach kann man nicht stehen, wie man sieht. Dann würde mein Kopf, durfte ich jetzt keinen Kopf haben. Hier sind wir jetzt quasi in der Küche. Dann sind hier zwei Hängeschränke. Wie schon nochmal gesagt, der Knaus hat wirklich viele Schränke, finde ich. Also mir reicht es zumindest. Hier oben haben wir quasi Tassen, Gläser, so das Geschirr. Alles von Silvi. Ich weiß, es ist sehr teuer, aber es ist auch wirklich gut. Kann ich aber gerne noch mal gesondert ein Video dazu machen, wenn ihr das möchtet, so in Einrichtung von der Küche. Dann habe ich hier oben die ganzen Gewürze, ein bisschen Tee und Putzzeug und Kaffee und was man halt alles so braucht, ne? Um irgendwie überleben zu können. Und quasi hier zwei Kochfelder. Reichen auch meiner Meinung nach völlig aus. Also was mehr bräuchte ich jetzt in dem Fall auch nicht. Nutzen wir auch Tatsache. Kochen. Und dann haben wir mal hier so eine Matte gekauft, die liegt dann immer hier drauf zum Schutz und hält auch ganz gut und ja, ist halt dann nochmal geschützt. Dann ist quasi hier das Waschbecken mit dem Wasserhahn, kann man hier bewegen. Dann haben wir das. Wir haben auch hier so einen Eimer, das sind von IKEA die 2-Euro Eimer. Haben wir auch hier, da ist dann quasi so Krimskrams drin, was man hier reinschmeißen kann. Super praktisch, nehme ich immer, also der Mike auch. Hier ist noch mal ein bisschen Deko, weil ich nicht so richtig weiß, was ich hier reinmachen soll, außer die Lappen, wenn wir gerade Camping machen. Aber jetzt hier was verstauen, was hier bleibt, ja, wüsste ich jetzt nicht richtig was.
Vielleicht ergibt sich was oder ihr habt einen Tipp, wie man das Ganze hier noch besser nutzen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Hier haben wir solche Hecken, also hier ein, nutze ich auch immer gerne. Und hier ist quasi die Lichtsteuerung für den Knaus. Hier ist die Küche. Und da drüben quasi der Essbereich vom Licht. Kann man dann hier ein- und ausmachen. Und hier oben hat man dann auch das Licht. Also ich muss wirklich sagen, im Knaus gibt es super viel Licht. Und das ist echt schön, kann man auch mit den Farben einstellen. Ich liebe das auch am Fußboden, das wird man jetzt nicht sehen. Aber hier bei den Küchenschränken, da hat man quasi auch das Licht hier unten. Wenn man das aufmacht, ist es schön beleuchtet. Also das habe ich zu Hause noch nicht mal. Also von den Lichtern hier wirklich top. Hier ist dann noch eine Steckdose. Hier ist dann 12 Volt, wenn man das noch braucht. Und ja, also da hat man eigentlich auch genug. Ganz kurz, man hat auch hier oben, hier hinten noch eine Steckdose. In der Küche haben wir auch drei riesengroße Schubfächer, die liebe ich, also die sind wirklich toll, auch vom Platz her. Da haben wir das ganze Geschirr drin, Mülleimer drin, was auch mit hier drin ist, ist quasi vom Notbett der Fuß, der Zwischenfuß, der dann mit drunter kommt, wer es braucht. Der kommt aber regulär hier rein, deswegen lassen wir ihn auch drin. In dem zweiten Schubfach quasi unser Geschirr und dann kommt das Essen rein, wenn wir fortfahren. Ganz unten haben wir quasi noch Töpfe, Pfannen, Käsereiben, alles Mögliche. Und auch, was ich wirklich empfehlen kann, ist dieser Wasserkocher. Der ist echt gut. Und wenn wir einmal hier hinten sind, dann kann ich euch gleich mal den Kompressorkühlschrank zeigen. Der hat 90 Liter Fassungsvermögen. Und ich kann euch sagen, da passt wirklich viel rein. Es sieht nicht so aus, aber ich bekomme super viel hier rein. Wenn wir dann hier hinten sind, ist hier hinten auch der Kleiderschrank. Da ist auch eine Stange drin. Und hier unten ist quasi der Frischwassertank. Und genau, das ist dann alles hier unten drin. Und ja, also hänge ich hier Klamotten rein? Eher weniger. Ich hänge das eigentlich ins Bad oder hier an die Häken im Übrigen. Hier sind Häken dran. Super praktisch. Also ja, das passt so. Ein Kleiderschrank kommt so Kritzkrams mit rein. Kommt mit ins Bad, ich zeige euch das mal. Was hier im Bad natürlich übelst toll ist, ist das ganze Licht. Hier oben hat man Licht, hier hat man Licht, man hat hier einen Spiegel. Und hier vorne hat man auch nochmal einen riesengroßen Spiegel. Also das ist mehr als wie zu Hause. Finde ich übelst cool. Wenn wir den Spiegel hier wegschieben, hat man hier hinten noch drei Fächer. Und da habe ich zum Beispiel immer das Fit drin und hier so ein paar kleine Sachen. Hinten hat man noch Staufächer. Und hier hinten habe ich dann auch so meine Putzlappen drin. Auch hier ist wieder ein Staufach. Und das ist eine wunderschöne Toilette, wenn ihr mal reingucken wollt. Blitzeblank sauber und ist natürlich mit Wasser. Was wir auch haben, ist eine Soganlage. Und die kann ich nur empfehlen, gerade im Sommer. Zeigen wir euch von außen nochmal, haben wir als Aufpreis mit dazu genommen, wegen Gerüche. Und es hilft wirklich, wir machen kein Chemie in die Toilette. Und es ist auch für die Umwelt viel, viel besser. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier ist natürlich auch der Duschvorhang. Hier hängt gerade meine Jacke im Weg, aber ist nicht so schlimm. Hier ist dann so ein Ring drin, damit es nicht am Körper klebt. Wir können aber nicht sagen, ob es funktioniert, weil wir haben hier drinnen noch nie geduscht. Ich versuche das auch so weitestgehend zu vermeiden und der Mike auch. Weil die ganze Sauerei dann trocken machen und sauber machen, ja, habe ich gar keine Lust. Und ja, es wäre nur für die Not. Und hier unten haben wir auch damals dieses Brett genommen. Falls das für jemand interessant ist, muss man nämlich als Aufpreis dazu nehmen. Das ist quasi das Brett. Und hier ist ein bisschen Dreck drunter, aber ist nicht schlimm, dafür ist es da. Und zum Schutz. Und das Brett damals als Aufpreis, das weiß ich noch, kam glaube ich 40 oder 50 Euro. War nicht günstig, aber es sieht halt einfach schöner aus. Dann haben wir das erstmal hier drin. Ist soweit. Hier oben ist noch eine Stange. Wenn wir nasse Jacken haben, weil wir von Wandern gekommen sind oder irgendwas und man macht hier die Heizung an und hängt das Zeug hier rein, ist sofort alles trocken. Also auch mega cool, weil hier auch solche Heizungsausströmer sind. Und also das Bad ist sowieso wie Sauna, wenn die Heizung an ist. Ja, Bett oben, genau, das ist noch wichtig. Haben wir auch noch solche Schränke, auch hier hinten und hier vorne. Also wir haben hier überall noch solche Schränke. Und man kann wirklich viel verstauen. Wir haben auch super Licht. Hier ganz viel. Muss ich mal kurz zeigen. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Hier, also man kann da wirklich
hier oben liegt, dort hinten liegt. Man kann hier alles steuern, auch von der Küche aus. Also ist wirklich so, nur kriege ich das nicht aus jetzt. USB haben wir hier oben überall. Und also, wie gesagt, von den Lichtern her von Knaus, man kann nichts sagen. Und im Übrigen, ganz kurz, kommen wir in einem anderen Video nochmal dazu. Hier hinten, ich muss mal rausholen, ist eine Leiter. Wenn man quasi das Bett nach oben hat, dass man in das Bett reinkommt. Ich mache dazu aber nochmal ein gesondertes Video und werde mehr dazu sagen. Genau. Also wenn ihr keine verpassen wollt, dann gerne den Kanal abonnieren. So, muss ich die Leiter erstmal. So, ich übernehme. Und fange jetzt mal mit dem Außenbereich an. Außenbereich fängt quasi, wenn man raus will, einmal mit unserer schönen Trittstufe an, die echt praktisch ist, egal wo man steht. Lässt sich elektrisch ein- und ausfahren. Und ja, ist quasi das Erste, was man macht am Urlaubsort, um anzukommen. Okay, weiter geht's. Also, dann folgt mir, wir gehen einfach mal eine Runde rum. Wir fangen mal in die Richtung an einfach. Also, unser Auto ist ein Knaus Boxlife auf Fiat-Basis in der Farbe Lanzarote Grau, was ein sehr schönes Grau ist, finde ich. Und ja, dann gehen wir einfach mal die Runde rum und fangen an. Also, wir haben schon ein bisschen was dran gemacht, auch wie ihr seht, kleine LED-Blinker. Und ansonsten, was wir haben, ist auf jeden Fall das schwarze Styling-Paket. Bedeutet, dass quasi auch die ganzen Teile alle lackiert sind, der Rest in schwarz ist. Wir haben die richtig guten und wirklich hellen LED-Leuchten. Das Panorama, das sieht man von hier nochmal ganz nett. Ist ein Maxi-Chassis. Also sprich, wir haben die große Variante, erkennt man meist an diesen Blasterverkleidungen hier außen. Und haben wir dann quasi einmal Tank und AdBlue. Das ist quasi der Abgaskamin von unserer Dieselheizung. Da kommen quasi die Abgase raus. Das ist im Endeffekt der Toilettenschacht, da können wir kurz reingucken. Das ist die Geschichte mit dem Sog, also sprich, sobald man das Klo betätigt, wird von innen geht ein Ventilator an, saugt quasi die schlechte Luft ab und bläst die einmal hier raus. Das kann man auch so ein bisschen sehen, da ist dieser Schlauch quasi an der Toilette angeschlossen und da gehen die üblen Gerüche quasi nicht ins Auto, sondern werden aus dem Auto rausgeblasen. Ist dann einmal Strom zum Campingplatz für extern anschließen, denke ich auch bekannt. Sind wir schon hinten mal im Hecktürm, da haben wir ganz klassisch einmal oben eine Rückfahrkamera, wie überall verbaut, und wir haben sogar noch zusätzlich unten solche Parksensoren, dass es auch nicht piept, wenn man rückwärts fährt. Einmal Frischwasser. Verschließbar, ganz klassisch wie überall. Die Schiebetür hat eine kleine Besonderheit bei uns. Und zwar hat die sogenannten Soft Close. Die zieht es von allein ran. Und damit muss man natürlich keine Türen mehr knallen, sondern die gehen immer schön leicht und geschmeidig, zieht es die Tür ran. Genau. Ansonsten haben wir noch über der Tür einmal so eine Regenrinne. So nennt sich das, dass eben, wenn es regnet, nicht direkt gleich ins Auto tropft, und die ist halt entsprechend sogar beleuchtet. Also sprich, man hat auch außen immer ein bisschen Licht, wenn man das benötigt. Ja, und damit sind wir mit der Seite durch. Gehen wir mal zum Heck. Würde ich sagen. Einmal am besten von oben nach unten an, würde ich behaupten. Also ganz oben, klassisch, ist wunderbar aufgeräumt die Kurbel für die Markise. Das Bett hat bei uns Tatsache eine Besonderheit. Es ist ein sogenanntes Hubbett und das auf 6 Meter. Da gibt es Tatsache nicht wirklich viele Campervans, die sowas haben bei 6 Meter Länge. Es gibt bei 6,40 Meter haben das ein paar, aber bei 6 Meter eben nicht. Und zwar kann man das in der Stufe verstellen. Sprich, das wäre eine normale Höhe, wo man auch noch schlafen kann. Benötigt man aber während der Reise etwas mehr Kofferraum, dann kann man das quasi einmal nach oben fahren. Geht auch noch weiter hoch, ne? Man kann das bis quasi unter die Schränke fahren im Endeffekt und hat dann hier natürlich jede Menge Stauraum. Für uns ist das der ausschlaggebende Punkt gewesen, wir wollten unsere Fahrräder mitnehmen, und zwar haben wir E-Bikes. Die lassen sich meistens ja nicht an so einem Fahrradträger an der Tür hinten transportieren, weil die einfach zu schwer sind, oder man bräuchte eine Anhängerkupplung und muss dann mit so einem Fahrradträger hinten dran arbeiten. War ich jetzt nicht so der Fan, deswegen, weil dann müssten die einmal immer draußen hängen. Bei Wind und Wetter, Regen, Dreck und allem Pipapo, und das wollte ich nicht, und ja, diebstahlgeschützt ist es auch nicht wirklich, finde ich. Deswegen haben wir bei uns im Endeffekt das so gelöst, wir haben das Hubbett, wir können die Fahrräder innen transportieren, wir haben die Halterung von Bike and Side, die wir hier verwenden. Dort können wir unsere Fahrräder hier an diesen Teilen einspannen, damit sind die bombenfest im Auto platziert, geschützt vor Wind und Wetter, diebstahlsicher, perfekt, was will man mehr, das Bett fahren wir hoch. Und genau, wen das etwas genauer interessiert, dazu gibt es ein Video bei uns auf dem Kanal, einen kleinen Short, da könnt ihr euch das gerne mal angucken. Da ist das ein bisschen genauer erklärt, wie das hier alles gemacht wird, wie die Fahrräder eingeladen werden. Also schaut euch das gerne mal an.
Noch mal kurz zum Bett, da gibt es noch eine kleine Besonderheit bei uns. Die Matratze, die original dazu ist, ist jetzt nicht ganz so dick, die ist relativ dünn auf jeden Fall. Das ist nur die Matratze, das ist der Topper. Ja, seitdem ist es wesentlich bequemer, wir schlafen wesentlich besser, entspannter, weicher. Und wen das interessiert, da gibt es tatsächlich auch ein Video auf unserem Kanal, nur für den Topper. Also da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wen das noch mehr interessiert. Was man allerdings fairerweise wirklich dazu sagen muss, ein bisschen Gewicht mit sich, dieser Topper. Und auch das Hubbett geht im Endeffekt ein Stückchen ja, nach oben immer etwas schwerer seitdem. Nach unten natürlich wesentlich leichter, aber ja, es ist immer noch handelbar auf jeden Fall alles. Diese Seite ist quasi die Elektrikseite. Da ist im Endeffekt die ganze Verkabelung, der ganze Strom. Vorne ist der Sicherungskasten, wenn ihr das sehen wollt. Das ist auch nochmal ein Deckel. Da ist quasi Sicherungskasten und Hauptsicherung. Hier sind nochmal zwei Steckdosen, das ist vielleicht ganz interessant. Einmal für 12 Volt und einmal, wenn man an Strom angeschlossen ist, auch eine große Steckdose. Sprich, hier kann man auch was laden, wenn man möchte. Genau. Auf der anderen Seite wiederum ist der Wassertank davon. Und hier vorne ist im Endeffekt unser Gas. Wir haben quasi nur eine kleine Gasflasche. Ich kann euch das gerne mal aufdrehen, wenn ihr möchtet. Da ist nur so eine kleine Gasflasche drin, weil wir tatsächlich das Gas auch nur zum Kochen brauchen, nichts anderes. Der Rest ist eine Dieselheizung für Warmwasser und allen Pipapo. Auf der Seite von unserem Wassertank haben wir noch gegen Aufpreis zusätzlich quasi so eine Außendusche, so eine Heckdusche, wie man das nennt, gemacht. Das heißt, auch hier kann man im Sommer mal, wenn man möchte, außen duschen. Oder für, was wir benutzen, quasi um die Fahrräder auch mal sauber zu machen, solche Sachen. Oder wer einen Hund hat, kann damit einen Hund mal außen abduschen. Auch ganz praktisch, habe ich auch schon gesehen. Ja, und Brause und Schlauch ist quasi einmal hier oben im Wassertank mit drin. Das haben wir hier ein bisschen angepackt, damit es nicht klappert. Aber ja, ist eine echt praktische Geschichte. Haben wir tatsächlich schon mehr genutzt als unsere Dusche in. Auf dem Boden vom Camper sind jede Menge Sachen, wo man was befestigen kann. Wir haben rechts und links Verzurschienen, wir haben Verzurösen im Endeffekt. Ja, alles kann man hier irgendwo sicher fest montieren, dass da nichts wackelt und verrutscht. Auf der Seite von der Elektrik gibt es noch zwei kleine Fächer, wie schon gesagt. Ist hier vorne nur der Ladebooster und solche Sachen eingebaut. Wir haben hier noch ein Starthilfekabel, das ist so Kleinkram, ein kleines Versteck, wo man noch so ein paar kleine Sachen unterbringen kann, die man nicht regelmäßig braucht. Hinter der Klappe ist im Endeffekt unsere Aufbaubatterie. Wir haben uns quasi für eine Lithiumbatterie entschieden damals gegen Aufpreis, die aber auf jeden Fall voll ihr Geld wert ist, weil die kann man wirklich vollständig entladen und vollständig laden, weniger temperaturabhängig. Ja, und natürlich noch ein bisschen Platz ringsrum, das heißt, hier kann man auch noch ein paar Sachen einlagern, wenn es nur die Gummistiefel sind. Ansonsten sind bei uns an jedem Fenster Tatsache ja, überall einmal die Verdunkelung und einmal auch ein Fliegenschutzgitter. Das ist an allen Fenstern so, also an den Seiten, auch oben die Dachfenster, alle beide, auch vorne das Panoramafenster selber kann man verdunkeln. Und weil wir gerade bei den Fenstern waren mit der ganzen Fliegenschutzgeschichte, auch die große Schiebetür bei uns hat ein riesengroßes Fliegenschutzgitter, was man auf- und zuziehen kann. Da kann man natürlich immer mal die Tür auflassen, die Aussicht genießen und trotzdem hat man den ganzen ungebetenen kleinen Besuch draußen gelassen. Und ja, ich würde behaupten, eines der Teile, die wir am häufigsten in der Hand haben, gefühlt wahrscheinlich. Ansonsten funktioniert das perfekt. Also, das war also die Roomtour. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und unser Camper. Irgendwelche Tipps noch für uns, Tricks, was man noch ändern kann, was man noch verbessern kann? Oder habt ihr Fragen zu irgendwelchen Sachen? Wollt ihr irgendwas genauer wissen, genauer sehen? Könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wir gucken uns das alles an. Und ansonsten würden wir uns natürlich über ein Abo freuen, wenn ihr das bei uns macht. Und einen Daumen hoch, ne, auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao.